Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Minecraft Vanille Provinzen. Ich bin allein auf dem Server. Komme jetzt auch gerade live aus dem. Ne, das kann ich so nicht sagen. Ich komme gerade eben aus dem Urlaub. Live aus dem Urlaub wäre ein bisschen scheiße. Vor allem, wenn die Folge jetzt erst in 3 oder 4 Tagen online kommt. Auf jeden Fall. Bei mir hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe ein kleines bisschen Offscreen gebaut. Halt, ich will ja schauen, dass ich hier diesen ganzen Berg einmal zum Gebäude umbaue. Deswegen bin ich am Schauen, ich will ungefähr so die bis hierhin machen. So die Wände. Ich glaube, so eine Pagode wird das schon nicht mehr. Es soll einfach ein schönes Haus werden. Hier werde ich wahrscheinlich noch so ein bisschen mit Rigs arbeiten oder sowas, keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Ich habe dann schon mal hier etwas nach oben gebaut. Hier schon mal so einen Gang für so ein paar Räume. Ich schätze mal, hier auf der Ebene werde ich irgendwie so das Wichtigste machen. Sowas wie Fressbuden, Schlafzimmer und sowas. Und dann hier oben so Gästezimmer, hatte ich mir überlegt. So, Frage. Wo kommt das Lager hin? Ich gehe jetzt bewusst nach oben, denn ich bin hier am Planieren und hier oben kommt nicht das Lager hin. Nee, ich habe mir halt überlegt, dass ich so da drüben, so von dem Bereich ein richtig großes Lager hinbaue. Dann hatte ich mir überlegt, hier diesen Berg auch noch was zu planieren und dann auch noch schön da einzelne Ebenen zu machen für die Tiere. Für die da unten, für die Hühner, die Schafe, Schweine und Kühe. So, eins fehlt noch. Wo kommen die Felder hin? Hier oben. Also ich bin ja schon echt am Durchplanen, was ich hier machen werde. Dann will ich wahrscheinlich hier den Berg noch so erweitern, dass das hier drüber geht. Aber essensmäßig würde es langsam mal Zeit. Ich meine, noch kann ich mich von Karotten ernähren. Aber naja. Erstmal, ich würde sagen, hallo Lama, wir schauen mal, dass wir so ein bisschen mal Ressourcenbeschaffung machen. Dafür würde ich mir mal hier die Eisenpickaxe mal schnappen. Nein, ihr sollt schon noch mitkommen, so ist es nicht. Dann nochmal. Ach komm, mach mal dazu. Mach mal so und so. Zack. Zack. Das Schwert kann da rein. Die Schippe nehmen wir mit. Fackeln haben wir. Essen haben wir jetzt auch. Wir haben ja unten haben wir eine Höhle ja gefunden. Die würde ich ganz gerne mal erkunden, weil es mir schien, dass sie da gut was reinging. Hajo. Hutschogon. Aja. Aua. Ey. Ach du Scheiße, wo kommt ihr denn alle her? Okay. So. Das Schlimmste ist weg. So. Jetzt können wir mal in Ruhe recken hier. Und ein bisschen was ausleuchten. So. Regenerated. Life, life, life. Boah, ey. Ihr gottverdammten Skeeterteile. Skeeterteile? Cheaterteile. So, was haben wir denn da oben? Oh, hier ist ein Durchgang. Habe ich ja noch Spinnen. Und einen Creeper. Wer gewinnt? Skelett 1 oder Skelett 2? Alter. Was seid ihr für Scheißskelette? Sehr schön, du hast gewonnen. Du wirst durch mich erledigt.
Sag mal, habe ich einen Skelett-Spawner? Wenn das so weit geht, glaube ich, ist bald echt schon. Ne, ich hatte einfach nur verdammt viele Skelette hier. So, holen wir erstmal hier das ganze Eisen raus. Damit ich mir auf einmal Eisenwerkzeug machen möchte. Sollen und so. Oh, es geht hier weiter. Ja gut. Ne, ich wünschte schon, dass ich hier mit Eisenwerkzeug langsam mal alles ausbaue. Ich habe mir überlegt. So, die Aushöhlung mache ich offscreen. Oder generell so das Terraforming. Das müsst ihr nicht mit ansehen. So, das Bauen mache ich dann schon mit euch. Vielleicht kann man mal drüber reden, dass ich sowas, so eine Speed-Up-Folge mache, wenn ich was Großes planiere oder umbaue. Ich schätze aber mal, das werde ich dann ordentlich speed-uppen. Ich habe ja einiges zu tun. Aber es freut mich schon mal, dass wir gut was Eisen haben. Kohle auch. Kohle geht auch zur Neide. Zur Neide? Neide. Nein. Geile war, in der ersten Aufnahme mit dem Crazy, der Tusch und dem Rough Boy, hatte ich später noch was gemeint. Also so ein kleines bisschen nur den Weg runter, dass ich auch mal so ein bisschen Strip meinen kann. Auch mal halt für so Offscreen-Sachen oder wenn ich dann mal das Projekt streame. Ich habe einen Bienenschacht gefunden und das war der beste Witz ever. Warum? Es geht legit. Einfach nur zwei. Noch nicht mal zwei Etagen, das ist eine Etage. Das sind. Jetzt einfach so eine Kreuzung. Mehr nicht. Spider. Hier ist ein Riss. Und vor allem auch. Schön, dass man das sieht. Das werde ich nachher noch abfarmen. Jetzt werde ich noch was brauchen. So, ich wollte jetzt einfach eine schöne Minentour hier machen. Vor allem finde ich cool, ich bin der Einzige in diesem Projekt mit 0 Toten. Also so, wie ich zumindest mitbekommen habe. Also wir haben Spezialisten, die sind schon 20 Mal gestorben. Es gibt Spezialisten, die sind schon 74 Mal gestorben. Wo ich mir nur so denke, Leute, ich war ein Wochenende weg. Von Freitag bis Sonntag und Sonntagabend bin ich schon wiedergekommen. Ich frage mich ganz ehrlich, wie schafft man sowas? Also klar, mal so... Alter! Wo kommst du denn her? Vor allem, was machst du für Geräusche? Weißt du was? Wie viele Eisen haben wir jetzt? 21, daraus gibt es schon mal wieder 7 Spitzhacken. Da werde ich ja wohl einmal mit einer Eisenspitzhacke hier was reinhauen können. Ich bin halt am Freitagmorgen schön um 5 Uhr aufgestanden. 7 Uhr bin ich dann weg gewesen. Schön mit dem Flixbus in die Schweiz. Schöner Stundenfahrt. Geht an sich eigentlich. Ich habe es schlimmer erwartet. Das Beste war einfach nur. Keine Verspätung. Eine Viertelstunde. Also quasi gar nichts. Was haben wir hier? Oh, noch ein bisschen Eisen. Und dann... Oh, noch mehr Eisen. Ja, schön. 8 Stunden Fahrt, Viertelstunde Verspätung, gar kein Thema. Wir kommen an der Grenze an. Ich hatte echt ein Gefühl, die hatten echt Langeweile. Vor uns fahren 3 Reisebusse vorbei und auf einmal, wir werden angehalten. Ich denke mal so, gut. Perso wird abgegeben. Und was ist? Eine Stunde später kommt ein Typ an. Ich denke nur, Gott sei Dank, es geht endlich weiter. Blöde Wahl in dem Moment. Ich hatte meine Switch leer gezockt. Ich hatte keinen Akku mehr auf dem Handy. Also 15%, aber die musste ich auch noch was aufsparen. Halt, weil so Kommunikation abgeholt werden und so eine Scheiße. Naja, was passiert? Es kommt ein Zollbeamter an. Ich denke nur so, Gott sei Dank, es geht weiter. Guckt 2 Leute an. Sie, mitkommen. Kontrolle.
Ich denke mir nur so, nein. Ja, halbe Stunde später kamen die wieder. Das Beste war, zwischendurch dachte ich einmal so, komm, stehst mal kurz auf, streckst dich mal ganz kurz was. Bin gerade frisch aufgestanden und auf einmal schreit der Typ vorne vom Zoll mich an. Sofort hinsetzen, der war drauf und dran, die Pistole zu ziehen. Ich denke mir so, ups, ich habe mich wirklich noch nie im Leben so erschrocken wie da. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen, wenn ich da so eine Anschreitung kurz davor ist, eine Pistole zu ziehen. Oder generell eine Waffe. Da habe ich mich echt in dem Moment gefragt, dürfen die das eigentlich? Aber naja. Was willst du machen? Großartig diskutieren und am Ende knallt er dich schon noch ab? Ich weiß, das dürfen die auf jeden Fall nicht. Damit nur wegen diskutieren abknallen, aber naja. So. Dann, nach insgesamt bald 9 Stunden Fahrt, ich komme in Basel an, werde abgeholt. Schön noch ein bisschen einkaufen gefahren, Freund überrascht, der hatte überhaupt keine Ahnung, dass ich gekommen bin. Hier war doch einer. Ah, da. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt ist der Moment, wo ich abhauen sollte. Ich hasse Hexen. So, ich bin entkommen. Wieder geht das Gift. Oh, geil. 26 Sekunden noch. Ich möchte eigentlich noch nicht sterben, ne? Ich wollte schon mal sagen, das geht. Ha? Oh, gibt's überstanden, das ist Tag. Das kann da rein. Eisen können wir schon mal schmelzen. Ich mach mir nochmal ein paar Fackeln. So nochmal ein Stack, das sollte reichen. Schöne ist, hier, wo sind sie? Nein, hier, ich habe schon 3 Enderperlen. Geile ist, jedes Mal, wenn ich loskam, aus der Tür geschaut hatte, oh, da ist ein Enderman. Schön unter die Tür gestellt, zack, 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 verkloppt. Hab ich eigentlich genug für einen Bogen? Ja. 10 Pfeile. Machen wir doch mal. Ich glaube, gegen die Hexe da unten wäre das gar nicht mal so schlecht. Neue Rezepte verfügbar. Stimmt, das habe ich noch gar nicht richtig mal angeschaut hier. Diorit und Koppel, daraus kann ich auch den Andesit machen. Ist gut zu wissen. So, jetzt. Ihr da unten, ihr kippt jetzt aufs Maul. So. Ja, du hast ja jetzt recht keine Chance. Oh, jede Menge Andesit, das ist super. So, die Hexe dürfte noch da unten sein. Okay, oder auch nicht. So, was haben wir hier? Schicht im Schacht. Oh, ich wünsche mir gerade so hier diese ein paar Feuerpfeile oder sowas. Vielleicht habe ich auch einfach nur ein bisschen zu viel Zelda gespielt. Alles klar. Und da dürfte hier auch wieder die Schlucht sein, ne? Genau. Das ist aber auch eine Mörderschlucht. Aber, wie viel Höhe sind wir hier? 46, da unten könnten vielleicht Diamanten sein. Hm.
Ich nehme jetzt hier noch ein paar Ressourcen mit. Wie lange ist die Folge? 14 Minuten. Und dann würde ich echt mal sagen, schauen wir mal, dass wir dann auch mal da unten erkunden. Da mache ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen bessere Ausrüstung. Unter anderem mal gutes Essen. Oh ne, das wird mir gerade echt zu blöd hier. Oh ne, nein. Die nehme ich hier noch mit. So. Und dann gaben wir uns hier entlang. Alles an Kohle mitnehmen, was geht. Was ich mir nämlich überlegt hatte dieses Mal, das Ziel mit den vier Beacons, den Dia, Emerald, Gold und Eisenbeacon, möchte ich jetzt mal hier durchführen. Aber ich fand es auch damals, wie ich dachte, ja komm, easy, brauchst du ein Beacon aus Redstone Ende. Aber so einen komplett gepowerten Beacon, das würde ich mal haben. Ja, hier so Experten wie Crazy und Roughboy, die haben ja echt schon gesuchtet. Aber naja. So, ich werde auf jeden Fall mal sagen. Wir haben hier eine Abkürzung. Diese Tour hat sich doch schon mal gelohnt. Das ganze andere sieht, baue ich dann nachher noch ab. Gut. Was ich mich ja jetzt nur noch frage, wo ist diese gottverdammte Hexe hin? Gut, sollte hier aber sicher sein. Das ist aber auch eine Mörderschlucht, ne? Scheint die Hexe also gespawnt zu sein. Cool. Man mich erst zu ficken mit dem Trank und dann verpissen. Ja klar, das sind die Hexen, das sind 2017. Kein Respekt mehr vor der Jugend. Blöde Schlampe. Entschuldigung. So, ich sag mal hier noch die... Also da unten war ja auch noch... War da ganz durch noch... Oder war etwas hinter dem Gravel? Scheint nicht so. Können wir mit Kies? Oh, nehmen wir einfach mal Kies mal mit. Vielleicht haben wir ein bisschen Flint raus. Und Kies können wir bestimmt auch noch gebrauchen. Für so irgendwie ein paar schöne Wege oder sowas. Klar, es gibt es. Hier die Minecraft-schönen Wege, die Roadblöcke. Aber ich finde, da kann man noch was Schöneres machen. Ich muss auf jeden Fall mal schauen, dass ich hier so mit ein paar Leuten ein bisschen Handel betreibe, so alleine wegen den Setzlingen. Weil ich habe auch schon mitbekommen, ich bin der, der am entferntesten vom Spawn ist. Weil das Geile ist, Crazy Moon schwören im Mesa-Biom. Ich wohne hinter Mesa-Biom. Dürfte ca. 5000 Blöcke vom... Blöcke? Ja, ich bin 5000 Schwarze vom Spawn entfernt. Ne, jetzt können wir das mal ausrechnen. Wäre ganz lustig, jetzt kann das auch mal in Badewannen ausrechnen. Ne, ich bin 5000 Blöcke entfernt vom Spawn. Boah, 5000 Schwarze. Also manchmal bin ich ein bisschen... Wobei, man darf ja auch nicht mehr Schwarze sagen. Es soll ja Menschen mit Migrationshintergrund aus dem afrikanischen Bereich heißen. Das Krasse ist ja immer, was ich immer so finde, dass die meisten, die sich darüber beschweren, eigentlich immer nur... Ja, nicht, ich will es nicht Deutsche sagen, ich sage generell Weiße. Weil es gibt ja auch Amerikaner, die sich darüber beschweren und sowas. Den also, ich habe einen guten Freund von mir, der ist farbig. Nee, das darf man ja auch nicht sagen, man muss ja politisch korrekt sein. Also der ist auch so ein Schwarzbrot. Nee, auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Und den juckt das überhaupt nicht.
Also so verstehe ich dann auch manchmal nicht, wie so manche Leute sich dann so darüber chauffieren. Ich meine, gut. Es gibt so ein paar Themen, da würde ich gerne mal so ein Detusch oder ein Crazy vielleicht mal mitnehmen. Ich glaube, ich frage gleich mal den Crazy, ob er Lust hat, ein bisschen mit mir zu plaudern in der Aufnahme. Davor muss ich mal auf jeden Fall mal was zu trinken holen. Oh, das war ein komplett dunkler Bereich. Okay, alles klar. Gut. Wieder 36 Eisen und über ein Stack Kohle, das ist super. Also ich finde irgendwie, das haben die an den Eisenvorräten geändert. So. Du, du. So, sehr schön. Kohle haben wir jetzt wieder gut was zur Vorrat. Ich glaube, ich müsste dann, wenn ich das Haus jetzt einmal sowas vorbereitet habe, müsste ich schauen, dass ich dann einmal das Lager aufbaue. Provisorisches Lager will ich eigentlich gar nicht aufbauen, sondern direkt das Hardcore-Lager. Baller ich mir lieber erstmal alles mit Truhen voll und dann sammle... Oh, hier bin ich noch gar nicht entlang gegangen. Und dann gehe ich schauen wegen Einsortierung. Gut. Krass, wir sind hier schon oben. Und wenn ich das so richtig im Gefühl habe, sind wir hier sogar quasi genau über unseren Tieren. Da würde ich jetzt aber auch übrigens nicht so gerne rausgehen. Die sind ja schon so glücklich. Level 24 schon krass. Ja, verzaubern wird ja eh ein Witz sein. So. Dann kommen immer hier die Kohle damit. Ich schätze mal, ich werde gleich oben schon mal so ein bisschen was anpflanzen. Vielleicht baue ich auch schon mal so provisorisch hin, wie der. Oh, wie das oben ausbauen. Aussehen soll. Ich weiß es noch nicht. Oh, naja. Weißt du was? Wir haben jetzt auch gut was Vorräte gesammelt. Dann gehen wir jetzt mal nach oben und bauen dann oben mal schön ein bisschen was aus. So, einmal nach oben gewatschelt. Watsche, watsche, du, 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 watsche, watsche, johoho. So, das kommt hier rein. Und das kommt hier rein. Das meine ich mit, ich muss so ein bisschen aufräumen. 38 Eisen. So, dann lege ich mich einmal ins Bett und beende damit die heutige Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.